Im rheinland-pfälzischen Kabinett wurde gestern beschlossen, dass Menschen mit bereits erfolgter Auffrischungsimpfung von der Testpflicht der 2G+-Regelung ausgenommen sind. Geboosterte Personen bräuchten dann für ihren Besuch in einem Restaurant oder beim Betreten eines Fitnessstudios keinen weiteren Test mehr. Dieser Status gilt bereits mit dem ersten Tag nach erfolgter Auffrischungsimpfung. Das Land Rheinland-Pfalz muss die dem Flughafen Hahn gewährten Beihilfen zurückfordern. Das hat der Europäische Gerichtshof entschieden. Ein Antrag des Landes auf vorläufigen Rechtsschutz wurde damit abgelehnt. Dabei geht es vor allem um Betriebshilfen in Höhe von rund 10 Millionen Euro aus den Jahren 2017 und 2018. Im Oktober hatte die Flughafengesellschaft Hahn Insolvenz beantragt. Zum zweiten Mal in Folge ist der Verkauf von Feuerwerkskörpern vor Silvester verboten worden. Der Verband VPI fürchtet nun um die Zukunft der gesamten Branche. Das Verbot bedeutet aller Wahrscheinlichkeit nach den Todesstoß für die gesamte Feuerwerksbranche und damit auch die Arbeitslosigkeit für 3000 Beschäftigte. Wir sprechen hier von aktuellen Bankverbindlichkeiten der Branche, die nach 2 Jahren ohne Umsätze 200 Millionen Euro bedeuten, so Geschäftsführer Klaus Gotzen. Der Verband verwies in einer Pressemitteilung auf die nun drohende Gefahr durch Ausweichkäufe, zum Beispiel im Internet oder im Ausland. Die Politik nehme mit dem Verbot in Kauf, dass Krankenhäuser nun vermehrt mit Verletzungen durch illegales Feuerwerk kämpfen müssten. Mehr aus der Region gibt es unter www.tv-mittelrhein.de.